Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kinderarbeit und fatale Folgen für die Umwelt. Das sind die Folgen der Ausbeutung zum Beispiel der Minen für Kobalt und Neodym. Kobalt wird für Elektroautos gebraucht, Neodym für Windräder. Noch wahnsinniger wird es, wenn Sie feststellen, dass die Bundesregierung und die Landesregierung diese Ausbeutung indirekt subventionieren. Windräder werden über die Zwangsabgaben beim Strompreis subventioniert, und zwar unabhängig davon, aus welcher Hölle auf Erden das Neodym stammt. Elektroautos werden über eine Kfz-Steuerbefreiung, Kaufboni oder auch eine Umweltspur wie hier in Düsseldorf subventioniert, und zwar unabhängig davon, welche Kinder dabei in den Minen ausgebeutet werden. Aber nicht nur im Ausland führt Ihre Politik, liebe Genossen, zu einer Umweltbelastung. So titelt die Welt vom 16.12.2019, ich zitiere, tote Tiere, Giftschrott, Sondermüll, die Schattenseiten der Energiewende. Zitat Ende. Wann hört dieser Wahnsinn in Deutschland endlich auf? Ja, liebe SPD, Sie haben recht. Wir sollten verantwortungsvoll mit Konsum umgehen. Und gerade die ältere Bevölkerung kennt das. Dort wurden die Socken noch gestopft, die Hosen geflickt. Aber auch die Welt ist bereits nachhaltiger geworden in den letzten Jahrzehnten. Das haben wir aber kaum wahrgenommen. Durch Plastik zum Beispiel werden Lebensmittel vor dem Austrocknen und vor Keimen geschützt. Und das wird auch zu Hause genutzt. Da gibt es sogar extra Partys für. Das nennt sich Tupper-Partys. Da kommt die freundliche Nachbarschaft und am Ende freuen sich alle, dass sie eine Wunderschüssel mitnehmen können, um ihre Lebensmittel nachhaltig zu schützen. Und auch die Autos sind viel nachhaltiger geworden. Dass ständig der Auspuff abfiel, das war einmal. Nun halten Autos locker 20 Jahre und die Filteranlagen werden ständig besser. Statt sich nun aber über die deutsche Ingenieurskunst bei den Verbrennerautos zu freuen, suchen Sie Ihr Heil in einer Technik, die bereits vor 100 Jahren aus gutem Grund abgelöst wurde. Aber nun gut, Technik muss man halt auch verstehen und wollen. So weiß jeder Informierte, dass Aluminium aus Aluminiumerz speziell Bauxit hergestellt wird. Dementsprechend werden Aluminiumkapseln, liebe SPD, für Kaffeemaschinen aus Aluminiumerz hergestellt und nicht aus Eisenerz. Dennoch versuchen Sie, liebe Genossen, den Dammbruch des Rückhaltebeckens einer Eisenerzmine im November 2015 in Brasilien den Kaffeetrinkern in Deutschland in die Schuhe zu schieben. Sie behaupten in Ihrem Antrag, dass diese Eisenerzmine Kaffeehersteller mit Aluminium versorgen würde. Eine Eisenerzmine, liebe SPD, stellt aber lediglich Eisenerz für die Stahlerzeugung zur Verfügung. Sie haben sich, liebe SPD, anscheinend so weit vom Malocher inzwischen abgewendet, dass Sie nicht mal mehr den Unterschied zwischen Stahl und Aluminium erkennen. Aber dieses schreckliche Ereignis passte wohl so schön in Ihren moralisierenden Antrag. Und deshalb nutzen Sie lieber Fake News, statt bei der Wahrheit zu bleiben. Denn es geht ja um das ganz große Ziel, die Transformation der Gesellschaft hin zum Sozialismus. Sie wollen ein, ich zitiere, Neudenken des aktuellen Wachstums- und Wohlstandsbegriffes. Zitat Ende. Ja, das wollte die DDR auch. Statt Wachstum gab es den Trabi für alle, zumindest nach ein paar Jahren Wartezeit. Statt Urlaub in fernen Ländern den Baggersee. Und in diese Richtung geht auch das Programm bei Ihnen. Sie empfehlen das nationale Programm zum nachhaltigen Konsum und dort steht auf Seite 65, ich zitiere, der klimafreundlichste Urlaub ist meist der mit den kürzeren Reisewegen. Kurze Reisewege, ja, das war in der DDR auch schon so. Dort durfte man halt nur im Ostblock reisen. Das wünschen Sie sich anscheinend wieder, liebe SPD. Die Krankenschwester soll mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zur Nachtschicht fahren und im Sommerurlaub dann auf Balkonia oder in Bad Maingarten verbringen, während Ihre neue Vorsitzende, Frau Saskia Esken, zum Schuhe kaufen nach San Francisco fliegt. Es scheint so, dass nicht NRW dieses Programm bräuchte, sondern die SPD braucht das Programm aus ihrem Antrag. Wir als AfD, wir wollen aber freie Bürger
mit einer freien sozialen Marktwirtschaft. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung hat nun die Ministerin Frau Heinen-Esser.